Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Tales of Zestiria. Ja, ich habe bei der letzten Folge, als ich rendern wollte, habe ich gemerkt, dass der Spielsound nicht aufgenommen wurde. Ah! Aber dafür habe ich dann schöne Musik eingeblendet von Tales of Zestiria selber und ich hoffe, ihr seid nicht böse auf mich. Ich habe noch zwei weitere Folgen aufgenommen und da hat es auch noch keinen Sound gehabt. Und ja, dann habe ich halt einen früheren Speicherspielstand geladen und ich muss das jetzt halt alles noch einmal machen. Das war sozusagen der erste Speicherstand, der ich noch gehabt habe. Ansonsten hätte ich die andere auch nochmal neu aufgenommen, aber ich habe den Speicherspielstand leider überschrieben. Darum habe ich gedacht, okay, dann blende ich halt einfach Tales of Zestiria Sound rein und hoffe dann auch, dass YouTube das nicht blockt. Ansonsten kann ich das Ganze noch einmal machen. Okay, Leute, wir machen hier weiter. Also Render natürlich, ja, andere Musik einsetzen und so weiter. So, was ich auf jeden Fall gemacht habe hier, war, ich habe den bösen Troll da oben besiegt. Und, also nicht der hier, sondern das böse Vieh da oben. Und ja, es hat geklappt und ich hoffe auch, dass es diesmal klappen wird. Ich habe jetzt dementsprechend halt ein bisschen Level verloren. Ich glaube, es waren 2 Levels, habe ich gemacht gehabt in diesem Part dann. Und ja, dann geht's weiter in die Chisgard-Ruine. Die habe ich auch noch gemacht und dann ist es wieder blind. Ja, also ich habe 2 Parts aufgenommen in der Chisgard-Ruine. Ich nehme jetzt mal an, das wird jetzt trotzdem der Fall sein, weil die ist riesig. Oh mein Gott, ist die groß. Okay, so, dann versuchen wir mal. Der hat leider keine Schwäche, das heißt, es bringt mir irgendwie gar nichts einzusetzen von Feuer, Wind, Erde oder Wasser. Und ja, versuchen wir mal. Moment mal. Das sieht eigentlich schon mal gut aus. Ich werde die Kampffigur jetzt noch mal wechseln auf Rose. Hat mir sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Okay, so, und dann versuchen wir mal, den Typen hier zu töten. Und zack. Okay, so, versuchen wir unser Glück. Zack, 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 zack. Called Million Feet. Even calling it a centipede would be a bit much. Yeah, a million is way too much. More than 2 legs is too much. That's just your bias. Are million peeds like rich centipedes? I don't even. Ja, er hat sehr viele Lebenspunkte. Auf jeden Fall, aber irgendwie kriegen wir das schon mal hin. Irgendwie. Ja, er hat leider. Oh, er hat eine Schwäche gegen Wind. Ja, dann werden wir mal wechseln, oder? Ich hätte jetzt gedacht, er hätte keine Schwäche. Und da klingelt auch schon mein Telefon. Ah! Raus geht ihr. Komm, komm. Und blocken. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Sache. Okay, er hat langsam nicht mehr allzu viele Lebenspunkte. Irgendeinmal macht er eine komische Attacke. Da rollt er sich zusammen und das macht verdammt viel Schaden. Oh. Moment, muss ich schnell. Und zack, gut. Sonst wäre er fast gestorben. Ja, was ich auch noch herausgefunden habe, dass Edna gerade tot ist. Ja, jetzt ist er irgendwie im Rage-Modus. Da haut er richtig rein, wenn er will. Das ist richtig böse. Und ja, wenn er ein Seraph tot ist, dann ist er tot. Dann kommen wir nicht mehr raus. Und ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob ich da irgendwie soll meine Artis wechseln. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, sie setzt nicht allzu viel ein, wenn ich da amortisiert habe. Wir bewegen die Seite der Scherbe. Was haben wir denn hier? Dunkler Stern, okay. Okay, ich glaube, er hat nicht mehr allzu viele Lebenspunkte. Sag mal ja. Okay, nein, er hat ja mir doch regelmäßig. Aber es geht einigermaßen schon mal gut. Jetzt muss ich aber mal schauen. Moment mal, jetzt muss ich mal schnell aus der Amortisierung raus. Sie ist, glaube ich, immer noch tot. Ich glaube, ich kann sie gar nicht wiederbeleben. Das ist jetzt aber doof. Ich will eigentlich Edna wiederbeleben, weil sie bekommt so keine Lebenspunkte. Das ist nicht gut. Ich glaube, das war's. Da kann ich jetzt gerade nichts machen. Ansonsten Kampffigur, Figur wechseln, Kampfaktion bestätigen. Nein, ich glaube, ich kann sie nicht wechseln. Nö, geh nicht. Oh, jetzt geht's. Gut, dann wechseln wir. Was ist denn wieder voll? Lebenspunkte? Okay. Warum nicht? Aber leider hat sie keine 3 Esser-Punkte. Oh, gut. How long have you known Dezel? Huh? About as long as you, I guess. You don't sound too sure. Did you just meet him recently? Well, I guess. Kind of recently. I can't stand to watch this, but I'm not sure I want to join in. Okay, hier haben wir sehr viele Sachen noch bekommen.
Und es ist gerade jeder aufgestiegen, weil Edna wurde dann einfach wieder wiederbelebt mit vollen Lebenspunkten. Ist das normal? Das ist gut. Das finde ich gut. So, wir machen uns auf den Weg zur Isgard-Ruine und hoffen mal, dass wir auch eine, ja, sehr schnell da durchkommen. Weil sie ist wirklich sehr, 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 sehr groß und ich muss dementsprechend noch sehr, sehr, sehr viele Parts aufnehmen. Ja, ihr blöden Trolle, kommt her. Zack. Warum macht sie da nichts? Das ist ein bisschen verwirrend. Moment mal. Hat sie überhaupt irgendwas drin? Nein, dann kann sie auch nichts machen. Wütender Eis, Schatten, so, dann Zahnklinge, blitzender Tiger, Flimmerdrache. Ja, ich... Boah, die viele. Ja, ich gebe jetzt einfach mal was rein, damit ich was drin habe. Weil ich habe im letzten Part, bei den letzten zwei, habe ich ein bisschen mit Rose gekämpft und es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Yay! War leider immer noch schade, dass man halt nur mit Zoray hier rumlaufen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätten sie vielleicht ändern können, als sie das Spiel gemacht haben. Aber ich hoffe mal beim nächsten Spiel, bei Tales of Bisperia heißt es, glaube ich. Tales of Bisperia kommt ja auch gleich raus, also in diesem Jahr. Und ich hoffe, da wird es ein bisschen anders sein. Okay, so, was ist hier? Was war? Finstertrunk. Ah, genau, der Finstertrunk, der ist dafür da, dass wenn man ihn einsetzt, dass dauerhaft Monster angreifen, bis wir flüchten oder... ja, oder was? Oder genau, ins Gasthaus und uns ausruhen. Da kommen immer Monster. Und dann gibt es noch der heilige Trank, der hat Mikion schon ein paar Mal hergestellt. Und der bewirkt, dass nur noch starke Gegner kommen und keine Schwachen mehr. Wodurch soll ich denn jetzt laufen? Ich bin nach unten gelaufen beim ersten Lauf, das heißt, ich mache das auch wieder. Okay, die Frage ist jetzt einfach nur... Moment, hier habe ich noch was geändert. Okay, das bringt eigentlich gar nicht allzu viel. Aber da will ich sicher mal Wind schreiten, damit ich schneller laufe. Rose hat jetzt Objektbestellung drin. Sie macht mal wieder Snackzubereitung, würde ich mal sagen. Oder halt Reif. Das habe ich, glaube ich, erst vor kurzem gemacht. Auf jeden Fall hatten wir erst eine Nachricht mal bekommen, dass der Schmiedelein irgendwas Neues hat, da wir es bestellt haben. Und da drin sind Monster, die können sich irgendwie porten und die haben mich immer erreicht. Das heißt, alle Kämpfe, die hier drin stattfinden, werde ich einfach rausschneiden, weil es einfach sehr lange geht und wir werden sehr, sehr, sehr viel mal angegriffen. Außer ich lasse vielleicht einen Kampf aus, einen Kampf drin, damit ihr das seht. Und hier machen wir Tigerpackard, boom! Und holen uns die Kiste. Biskuitrolle. Ja, das Gute an dieser Ruine ist, man kann sehr viele Abkürzungen freischalten, indem wir das Zeug hier kaputt machen. Und darum brauchen wir danach nicht mehr allzu lange, dass wir rauskommen. Da können wir einfach die Abschnitte sozusagen überspringen. Oh. Genau die Monster meine ich. Die können sich porten. Und das geht mir so auf den Senkel. Das finde ich so unfair. Oh. Aber es geht schnell. Aber ja, auch nicht immer. Da kommt er schon wieder. Jetzt müsst ihr mal schauen. Der portet sich einfach wieder hinter mir. Und dann ist er einfach da. Warum denn? Ja, dann portet er sich einfach hinter mir. Das ist gemein. Wir haben eine Nachricht von Lastonbell. Können wir das irgendwie nachschauen? Unterstützungstalent vielleicht. Heimler Reif. Nein. Aber so wie es aussieht, können wir das Zeug... Na, nicht schon wieder. Oh, Moment, wir haben noch was zu... Seht ihr das? Er portet sich einfach hinter mir. Dumm, dann ist er aber wieder da und dann ist er wieder weg. Und dann ist er wieder da und dann ist er wieder weg. Mach wieder mal auf. Ich will noch mit... Präzisere. Ich will noch mit, mit Rose reden. Oh, habt ihr das gesehen? Er ist einfach wieder hier. Die Sau. Lass mich in Ruhe. Totally found it. Oh, 875 Gold. Oh, 875 Gold. Yay! Das habe ich beim letzten Mal auch bekommen. Und ich war erstaunt, dass es so viel war. Ich glaube, das ist normal, weil es schon wieder gekommen ist. Ha, okay. Ah, Moment, wir haben Zeit. So, suchen wir die Prüfungsschreine. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir alles gelesen haben. Das ist jetzt so ein bisschen... Ich hoffe mal, wir haben das gelesen, weil hier drüben gibt es noch was Neues. Wir sind keinen Schritt weiter. Damensee, ja, so wie es aussieht, sollen wir sozusagen überall hin. Und was haben wir denn alles schon gelesen? Ich weiß nicht. In den Bossruinen gibt es einen leuchtenden Stein. Das ist ein Irisstein. Der Dreckekel-Helion, hä? Huh? Ich weiß nicht genau, was er ist.
Aber wenn er so stark ist, wie er klingt, würde er die Segnung definitiv behindern. Wir müssen ihn finden und läutern. Ja, müssen wir. Falls wir das Zeug hier nicht gelesen haben, dann tut's mir leid. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht allzu sicher, ob wir es schon gelesen haben oder nicht. Finde ich ein bisschen doof. Ich hätte mich vielleicht besser vorbereiten sollen. Tut mir leid. Okay, auf jeden Fall sollen wir weitergehen. Aber ich glaube, der Spielsaum wird jetzt aufgenommen. Ich sehe da auf jeden Fall irgendwas Kleines. Aber nicht allzu viel. Das stört mich ein bisschen. Sehen wir dann irgendwann mal, wenn ich im Kampf bin. Oh, da hinten. I've prepared some gel. Apfelgummi. Yay. Tiger Pagat. Ja, hier ist jetzt so eine Abkürzung, die wir nehmen können. Yay. So, wieder. Wieder mal zurück. So, hier gibt's noch irgendwas Kleines, was wir noch anschauen können. Ich glaube, es war hier durch. Ich glaube, auf der anderen Seite gab es, glaube ich, nichts. Aber wir werden es trotzdem noch einmal anschauen. Es gibt einen komischen Stalaktiten. Nein, nicht schon wieder. Oh. Okay, da gab es doch was. Was ist hier? Oh, ich hasse dummes Zeug hier. Okay, dann sind wir eigentlich schon mal rum. Aber wo ist denn der komische Stalaktit hin? War der erst auf Ebene 2? Ich bin mir das gerade nicht allzu sicher und ich habe mich irgendwie verirrt. Oh, okay. Roter Lavendel. Yay! Jo, wo sind wir denn jetzt überhaupt schon hingelaufen? Auf jeden Fall können wir hier noch schnell um die Ecke. Da gibt's nichts. Da ist auch nicht der Stalaktit. Der komische. Jetzt laufen wir wieder langsam. Ja, da muss er vielleicht ein bisschen weiter oben sein. Oh. Moment mal, habe ich den überhaupt gefunden letztes Mal? Fares. Ja, habe ich. Okay. Fares. Ich glaube, ich habe es Dessel gegeben. Nehme ich jetzt mal an. Moment mal, ich muss das mal überprüfen. Fares. Genau. Ja, ich glaube, das war Dessel. Dann geben wir es auch wieder Dessel. Dessel. Da bist du. Ich glaube, ich habe so ein Pendel gegeben. So, gut. Damit ist erstmal gehofft. Wenn du mehr brauchst, dann rufe ich zum Herrscher des Landes. Und weg ist er. Ich glaube, mehr Normans habe ich nicht gefunden. In den Ruinen. Auch im zweiten Teil ist keiner hier gewesen. Und ja, ich habe sozusagen an... Wie heißt sie? Oh, ich hätte eigentlich den Abschnitt hier noch nicht machen sollen. Oder doch, sonst hätte ich die Abkürzung nicht. Ja, ich habe an... Tiger Pagat, an... Ui. An Edna habe ich genau die Normensuche eingepackt. Aber sie hatte nicht bemerkt, diesen Norman. Der habe ich erst gesehen, als ich mich mal umgekehrt habe. Weil ich einen Gegner hinter meinen Füßen gehabt habe. Ist da das Stalaktit? Auch nicht. Nö. Rührkuchen. Dann könnte es doch sein, dass er auf der anderen Seite gewesen ist. Moment mal. Haben wir ihn jetzt alles schon entdeckt? Wir können das... Also oben waren wir ihn jetzt ja mal. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zurück, weil wir laufen das Zeug dann sowieso nochmal runter. War ich überhaupt hier auf diesem Fleck? Ja, ich sehe es ja dann. Wenn ich den Stalaktit nicht gefunden habe, dann werde ich hier nochmal durchlaufen, um diesen Stalaktiten zu finden. Weil ansonsten gibt es, glaube ich, jetzt gar nichts mehr weiteres, was wir einsammeln können. Darum gehen wir jetzt einfach mal in die nächste Ebene. Und ja, die nächste Ebene, die ist genau gleich groß. Oh. Okay, wir sind gleich hier. Aber danach kommen wir zum Drecksegel. Und dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Obwohl, Moment mal. Stalaktit? Ich wollte da nicht diese Ebene erst dann zeigen, wenn ich auch so weit weg, wenn ich eigentlich im nächsten Part bin. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, warum der Stalaktit nicht mehr in der ersten Ebene, nicht schon wieder der Typ. Diese Untoten, ich hasse sie, sie heilen sich einfach so. Wenn ich sie angreife, dann heilen sie sich, das ist bescheuert. Gibt's hier sonst noch was? Da vorne war... Okay, das war die Abkürzung, von da sind wir gekommen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg, zwar hier durch. Nein, das nach unten, hier durch. Ich hasse Höhlen. Diese Höhle ist fast wie ein Labyrinth. Und jetzt fangt er mich. Ich hasse das, wenn er mich einholt.
Okay, hier haben wir nochmal Tigerpakat. Bam! Und eine Kiste. Yeah, versteckt hinter dem Stein. 3400. Kalt. Moment mal. Was habe ich denn aus diesem Geld gemacht? Ich habe, glaube ich, sehr viel Geld auf der Seite gehabt. Letztes Mal. Da gibt es nochmal einen Stein. Da hinten ist, glaube ich, eine Kiste. Ich habe sie schon gesehen. Genau. Okay. Hut. Ja, der Hut. Ich ziehe den jetzt nicht mehr an. Ich habe den aus Versehen mal so Ray angezogen. Der ist voll bescheuert. Weil wenn man den Hut anzieht, dann sieht man die Haare noch. Und das geht einfach nicht. Nee, das geht nicht. Okay, so. Ich glaube, hier oben gab es auch nichts mehr. Ich habe den Stalaktiten immer noch nicht gefunden. Das heißt, ich muss dann eventuell den Stalaktiten auf der ersten Ebene dann wieder suchen. Aber egal, gibt Geld und Erfahrungspunkte, obwohl ich habe irgendwie das Gefühl, Leveln bei Tales of Zestiria, das geht verdammt lange. Außer wir kämpfen gegen gute, starke Monster, dann geht das Level extrem schnell. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber auf jeden Fall müssen wir sozusagen in die Boss-Ruine, wir müssen nach Pentragor zurück, wir müssen nach Damensee, wir müssen einfach überall hin. Und Drachenschwanz der Zweite haben wir hier gewonnen, super. Und ein rotes Eisenkraut nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay, Moment mal. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir können hoch. Eine Abkürzung. Ja, gehen wir hoch. Nee, Moment. Wir können danach auch noch hier durchlaufen. Ach, nee. Ah, Moment. Dann nehmen wir aber zuerst mal die Abkürzung. Dann müssen wir nämlich nicht mehr so weit laufen, damit wir wieder hier sind. Mann, ist der mal hartnäckig hier. Lass mich doch mal vorbei und hör auf, mich zu verfolgen, bitte. Ah, stimmt, die zwei Schatztruhen. Genau. Federtritt ist bescheuert, wird sehr schnell nass, wenn's regnig ist. Und ist so richtig ein Frauenschuh. Weil, ja, Frauen kaufen meistens immer solche Schuhe, damit sie danach wieder nasse Socken haben. Das ist bekloppt. So, jetzt müssen wir nach unten laufen. Weil ich glaube, wir haben das Zeug dort vergessen zu erkundigen. Was aber gut ist an Dessel. Hallo Geist. Ich habe nicht Angst vor. Oh Gott, so viele Monster. Das ist doof. Also gut, aber ich glaube, irgendwann mal gibt es auch keine Monster mehr. Weil tot sind. Aber ich sehe den Stalaktiten immer noch nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Aber ja, wenn es nicht anders geht, dann halt nicht. Ah, da vorne ist er. Okay, ich habe ihn gefunden. Super. Der Helictiten. Hey, looks like a helictite. A what? A helictite. It's like a stalactite that grows all bent. Wow, yeah. It's all warped and twisted. Like a certain someone we know. But don't stalactites take a long time to form? Yeah, it's basically been growing along a deviant path since time immemorial. Like a certain someone we know. It's weird, sure, but it's got a kind of ethereal beauty as well. Yeah. Go on. Oh, Mikleon und Edna fühlen sich aber sehr wohl miteinander. Nicht wirklich, aber was sich liebt, das neckt sich. Das lernen wir von Kind auf. Okay, hier gibt's wieder mal massig Gegner. Aber diese Tiger, die kann ich gut aus. Und dann kommt schon wieder so ein Viech. Ich hasse die Viecher. Warum? Da kommt schon wieder der nächste. Moment. In dieser Höhle braucht man definitiv keinen Finstertrank oder sonst irgendwelche Tränke, die verursachen, dass mehr Gegner kommen. So, da war wir so. Jetzt können wir wieder zurücklaufen. Wo war die Abkürzung gleich? Okay, das war die hier. Gut. Die darf ich nicht verpassen, ansonsten laufe ich wieder sehr, sehr, sehr lange. So, ich würde mal sagen, ich laufe in diesem Part jetzt noch bis zum Boss hin. Der Boss knüppeln wir aber dann beim nächsten Mal, weil das ansonsten wieder mal sehr, sehr lange dauert. Und ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen schneller durch die Höhle gekommen als letztes Mal. Ich weiß jetzt gerade nicht wieso, aber ist halt so. Okay, auf dieser Straße gab es, glaube ich, nichts. Und hier, was war das denn? Vor hier sind wir gekommen. Wir gehen jetzt mal ganz nach unten und dann hier links, also rechts, links in der Karte, rechts vom Spiel. Und schauen uns das Zeug da oben nochmal an. Zum Glück sind wir hier. Okay, das ist eine goldene Kiste, die können wir nicht aufmachen.
Und das da oben ist, glaube ich, auch nochmal eine goldene Kiste. Genau, zwei goldene Kisten, genau, das mag ich mich noch erinnern. Finde ich immer doof, wenn ich eine goldene Kiste finde, weil ich sie nicht öffnen kann. Das heißt, wir müssen hier alles nochmal zurücklaufen oder besser gesagt nochmal zurückkommen, um das Zeug halt zu holen. Und hier oben sollte ein Speicherkristall sein. Genau. Boah, ich bin gut. Ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus im Spiel. Nicht wirklich. So, Leute, ich will mal sagen, hier oben wird dann der Boss sein. Auf diesem Fleck hier. Und dann können wir uns nach dem Bosskampf hier durchteleportieren und dann wieder zurückgehen. Und ja, der Weg werde ich dann offscreen laufen. So, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal machen wir den Boss mal kalt. Das ist der Drecksigel. Und ja, ihr werdet sehr überrascht sein, welcher Gegner es überhaupt ist. Es sieht coolig aus. Ja, Leute, so, danke fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Tut mir leid, dass beim letzten Part da nur Musik und kein Ingame-Zeug drin war. Tut mir leid, ich habe es richtig versaut. Aber ich hoffe, in meiner Zukunft wird das nicht mehr der Fall sein. Obwohl irgendwie sehr leise der Tonaufnahme ist. Das gefällt mir jetzt gerade ungern. So, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis gleich, Leute. Oder, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.